Wie? Lok? Wie Lok? Wie Lok? Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich begrüßt und willkommen zum neuen Bierk. Der gute Fallapfel, ne? Falli, mein Freund. Der hat mir gesagt, liebe Leute, ne, dass er möchte ganz gerne ein bisschen mehr Real-Life-Videos von mir sehen. Und ich hab mir gedacht, was ich bin eigentlich Musiker, ne? Ich bin ja Musiker, Schriftsteller, irgendwas. Also ich war Musiker, ne? Das ist ein trauriges Leben als Musiker. Und ja, man wird irgendwann älter, ne? Und trinkt dann irgendwann Kaffee, ne? Das ist Ich hoffe, das schmeckt euch, liebe Leute. Und da habe ich mir gedacht, ne, dann fängst du irgendwann mal an zu schreiben. Also irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben, weil, warum habe ich geschrieben? Das ist so. Ich erzähle euch hier Geheimnisse aus meinem Leben, liebe Leute. Das ist aber vielleicht auch Sinn, denn das ist von so einem Vieler. Und fangen wir von vorne an. Ich bin geschlüpft. Ach nein, das war Sam. Sam the Sorcerer's Gefühl. Und okay. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich habe mir meine Gitarre geschnappt und letztens einen Bottleneck bestellt. Das Ding hier, ne? Das nennt man Bottleneck. Da gibt es ganz viele von. Ich habe ganz viele davon. Ich habe so ein kleines hier. Ich habe 2 Millionen davon, beziehungsweise habe ich gar nicht. Da kommt gerade eine Mail, aber ist alles live hier, liebe Leute. Live. Und ja, wie gesagt, dann ich habe also viele Bands durchlaufen und so. Seid mir nicht böse, wenn ich hier abgelenkt werde, aber ne? Aber die Gitarre, ne, habe ich immer schon gepackt. Und das war schon immer mein Steckenpferd, ne? Und wie gesagt, na, Blues und Rock und alles, was so dazu gehört. Oh, und da hab ich mir gedacht, ne, Leute, ne, machst ein bisschen Rockmusik, ne? Und irgendwann bin ich dann zum Let's Play gekommen. Ne? Das ist, mit Literatur, sprich mit Gedichten, verdienst du kein Geld. Mit Musik kannst du Geld verdienen, dann musst du aber schon. Da musst du aber schon echt gut im Geschäft sein. Ne? Und das ist. Ne, das ist wie bei den Profifußballern. Ne? Von wie vielen Millionen, die hier in Deutschland kicken, ne, schaffen es, wie viel in die Bundesliga? Ich weiß nicht, 1000, 2000, keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, das Leben ist ein Blues und insofern. Mal ein bisschen Rock'n'Roll. Entschuldigung, das geht gelegentlich mit mir durch, ne? Aber wie gesagt, dann bin ich zum Let's Play gekommen und ihr kennt mich hier als Let's Play-Onkel, ne? Als alter Sack im Let's Play.
den Blues hat. Ich weiß nicht, du hast gesagt, ich soll ein bisschen mehr, ne, Real-Life-Videos machen und das Mikro wird übrigens komplett von meiner Webcam aufgezeichnet. Ich weiß, ich hab's ja noch nicht probiert. Ich habe mich gerade hingesetzt und gesagt, mach das Ding mal an und guckst mal, was passiert. Ne, liebe Leute, ne? Das kann passieren. Also erstes passiert mal ein lecker Käffchen. Ne? Mit so einem Bottle, das ist ziemlich einfach, ne? Das ist. Da kannst du mit schon ein bisschen irgendwie nur. Jetzt darfst du nicht ins Schallloch fallen, weil dann ist ein Problem. Dann kriegst du es schwer wieder raus. Gitarrenlehrer, der wird mich jetzt in den Arsch treten, weil die Blues-Schema habe ich dir 2000 Jahre in den Schädel gehämmert. Ne? Jetzt machst du so eine Scheiße. Ne? Das ist hier kein Blues-Schema, kein 500. Egal, mein Lieber, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock gehabt, den Let's Plays aufzunehmen, so die letzten Tage. Ich hätte gestern aufnehmen können, ich hätte vorgestern aufnehmen. Ich wollte nicht. Ich weiß auch nicht. Heute muss ich aufnehmen, weil meine Guybrush Threepwood und Monkey Island 2 in Special Edition geht zu Ende und ich will auch ja jeden Tag mit Videos versorgen, zumindest eins kommt jeden Tag. Ne? Das ist nicht viel, ne? Aber das ist das, was für mich geht, ne? Was für mich problemlos geht. Heute kommen zwei, ne? Gestern kamen zwei, morgen kommen vielleicht auch zwei. Ne? Aber was täglich kommt, ist halt Monkey Island. Ja, ich habe lange nicht geübt. Ich habe mit Bottlenecks sowieso nicht, deswegen habe ich mir gerade frisch bestellt bei eBay. Und ja, ist eine ganz coole Sache. Ich habe noch ein paar andere, wie gesagt, aber das ist so. Ich glaube, meine Leute, ich habe jetzt genug genervt. Ich dachte, ein bisschen Real-Life-Videos und so und blablabla und überhaupt. Können wir ja mal öfter machen. Müssen einfach mal schauen, was so kommt die nächsten Tage. Wie gesagt, aktuell habe ich zwar eine Menge gezockt, aber ich habe irgendwie nicht aufgenommen. Irgendwie wollte ich nicht aufnehmen. Weiß auch nicht warum. Und wir werden aber mal gucken, was so in absehbarer Zeit passiert. Und ich habe mir hier Jungs, Saints Row, ne? So, vierte und das Get Out of Hell oder wie das heißt, ne? Ich hab's mal angezockt, ne? Ich bin natürlich ein totaler Noob, hab ich gemerkt, ne? Aber ne, es ist. Total egal. Und so soll's auch sein. Mal gucken, was wir machen. Ich weiß noch nicht genau, ich muss mal schauen. Also, aktuell fällt mir ein bisschen schwer mit dem Aufnehmen, aber ich hoffe, es kommen auch wieder bessere Zeiten, dass wir ein bisschen mehr Rock'n'Roll machen. Und in diesem Sinne, ne? Liebe Leute, dann. Sag ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Und verbleiben wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Wille.
meine ich nur, dann macht es gut. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45.